Formel 1 News zu Audi und zu den Reifenlieferanten. Gestern wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige Langstreckenweltmeister Neil Jani Simulatorfahrer für die Antriebsstrangentwicklung von Audi wird. Der 39-Jährige wird virtuelle Grundlagen für die Realität ab 2026 schaffen. Simulatoren sind aus der Antriebsstrangentwicklung nicht mehr wegzudenken. Jani war 2006 Test- und Ersatzfahrer für Toro Rosso und fuhr auf Probefahrten für Force India. Pirelli und Bridgestone haben von der FIA das Okay für ihre Reifenangebote für 2025 bis 2028 erhalten. Beide Marken haben einen technischen Auswahlprozess durchlaufen, nachdem sie auf einen von der FIA festgelegten Zielbrief bezüglich der Bedingungen reagiert hatten, die ein Reifen erfüllen muss, um die Erwartungen des Wettbewerbs zu erfüllen. Ob es weitere Bewerber gibt, ist noch unbekannt.